Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Solo Car Duplication Glitch zeigen. Für den Car Duplication Glitch braucht ihr ein iFruit Kennzeichen. Wer jetzt nicht weiß, wie man eins bekommt, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein Video hochladen, wie man schmutzige Kopien in saubere Kopien umwandelt, ganz einfach. Was braucht ihr für den Glitch? Ihr braucht auf jeden Fall einiges. Ihr braucht zunächst einmal eine Spielhallengarage. In der Spielhallengarage muss sich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall halt ein Winnie Easy Classic, voll aufgetunt. Und dann halt noch so viele Elegies oder Autos, die ihr nicht mehr benötigt. Was braucht ihr noch? Ihr braucht auf jeden Fall entweder einen Nachtclub oder eine Arena. Im Nachtclub oder Arena braucht ihr halt noch mindestens ein Auto. Ihr braucht noch eine MOC. In der MOC muss sich irgendein Auto befinden. Welches Auto, das ist völlig egal. Und ihr braucht noch ein Spezialfahrzeuglagerhaus. Darin muss ich aber nichts befinden. Das ist auch völlig egal. Und ja, ihr braucht auf jeden Fall Zugang zum LSK-Meet. Und wenn ihr alles soweit vorbereitet habt und die Voraussetzungen erfüllt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, am LSK-Meet angekommen, öffnen einmal das Handy, dann gehen wir auf Mechaniker und rufen uns einmal eine Karre aus irgendeiner Nachtclub-Garage oder Arena an. Ihr müsst euch auf jeden Fall merken, aus welcher Garage, denn ihr müsst das Auto hinterher in dieselbe Garage wieder reinfahren. Ich für meinen Fall nehme einfach die Arena Werkstatt B1 Garage. Dann warten wir, bis das Auto gekommen ist. In der Zeit öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Jobs einblenden, so dass wir die ganzen blauen Markierungen auf der Map sehen. Haben wir das gemacht, dann gehen wir nochmal auf das Handy, rufen dann einmal Gerald, Simeon oder Martin an, das ist ganz egal, und Job fordert uns einmal einen Job an. So, wunderbar, in der Zeit ist das Auto auch schon angekommen. Und nun begeben wir uns ganz einfach mit dem Auto ins LSK-Meet rein. Drin angekommen, werdet ihr merken, dass ihr aussteigt, direkt wieder einsteigen. Wir drücken einmal Viereck, dann gehen wir auf X und auf die Teststrecke, alleine betreten, aber nicht bestätigen. Wir gehen jetzt auf Options und starten einfach irgendeinen blauen Job. Wir starten den blauen Job, drücken X und spammen einfach X durch, so dass wir auf die Teststrecke durchfahren. Dann werden wir einmal in ein Jobmenü reingeladen. So, dann müsst ihr noch ein bisschen flackern. Ist auf jeden Fall perfekt. Und zwar müssen wir jetzt schnell sein. Wir öffnen jetzt das Handy, bereiten die Einladung schon mal vor, drücken Options, halten Options gedrückt, drücken X, um die Einladung anzunehmen und Options einfach loslassen. Dann gehen wir auf Cashcards kaufen, warten wir einmal, bis es angezeigt wird. Dann können wir ganz einfach wieder rausgehen und dann in diesem Pausenmenü einfach auf L2 drücken und einfach rückwärts rausfahren. So, aber das dann nicht bestätigen. Wir bleiben einfach dann drin und werden dann einfach so in den Jobmenü reingezogen. Ist auf jeden Fall perfekt und dann können wir den Job ganz einfach verlassen. Sind wir im LSK-Meet wieder angekommen, werdet ihr sehen, dass wir keine Minimap mehr haben. Das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begibt euch einfach zu eurer Karre, fahrt aus dem LSK-Meet raus und fahrt dann ja entweder zur Arena oder zur Nachtclub, je nachdem, wo ihr das Auto her angefordert habt. So sind wir dann bei der Arena angekommen. Einfach das Auto in die Garage reinfahren, wo ihr das her habt. Aus meinem Fall die Garage Ebene 1. Dann habt ihr einen flackernden Hintergrund. Perfekt. Dreieck drücken, um auszusteigen. So, wunderbar. Als nächstes Interaktionsmenü öffnen und jetzt müssen wir uns entweder den ferngesteuerten Panzer oder den RC Bandito anfordern. Einmal kurz anfordern und dann, sobald wir verlassen können, direkt wieder verlassen. So, wenn ihr jetzt keinen RC Bandito oder ferngesteuerten Panzer habt, ist auch nicht schlimm. Dann geht einfach in irgendeinen Jobkreis hier in der Nähe einfach rein und ja, startet einmal kurz den Job und geht dann direkt wieder aus dem Jobmenü raus. Das geht auch. Als nächstes müssen wir uns dann zu unser Speziallagerhaus begeben, aber ganz wichtig, kein persönliches Fahrzeug benutzen. So sind wir dann beim Spezialfahrzeuglagerhaus angekommen, gehen wir einfach rein,
Und dann werdet ihr merken, dass wir unsichtbar spawnen. Dann warten wir einen kleinen Moment, bis wir wieder sichtbar werden. Und sobald wir sichtbar sind, können wir ganz einfach das Speziallagerhaus wieder verlassen und begeben uns dann wieder zum LSK-Meet. So sind wir dann beim LSK-Meet angekommen. Einfach Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und aus der MOC das persönliche Fahrzeug anfordern. Wir warten einmal, bis das Fahrzeug ankommt. So ist das Fahrzeug dann da. Einfach einsteigen und wieder ins LSK-Meet reinfahren. Sind wir dann im LSK-Meet angekommen, direkt wieder einsteigen und das LSK-Meet wieder verlassen. Auf Kreis drücken, einfach LSK-Meet verlassen. Sobald wir draußen spawnen, einfach Steuerkreuz nach rechts drücken. Einfach durchspammen. Und dann werdet ihr merken, dass wir in die Tuning-Werkstatt geladen werden. Ist auf jeden Fall perfekt. Da nichts drücken, einfach die Tuning-Werkstatt wieder verlassen. Dann müssten wir wieder draußen vorm LSK-Meet spawnen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir uns jetzt auch nicht mehr bewegen können. Ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt sind wir auch schon eigentlich fertig mit dem Verglitschen. Als nächstes, ja, schnappt euch wieder irgendeine NPC-Karre und begibt euch zu eurer Spielhallengarage. Und die ganzen Schritte, die wir jetzt gerade alle gemacht haben, die müsst ihr nur ein einziges machen. Und ab jetzt können wir uns die Kopien innerhalb von 30 bis 40 Sekunden erstellen. So, wir gehen einfach in die Spielhalle rein. So sind wir drin angekommen. Steigen wir einfach jetzt in einen kostenlosen Elegy rein oder halt irgendein Auto, was er nicht mehr benötigt. So, wir steigen jetzt einfach in den Elegy rein. Fahren aus der Spielhallengarage einmal raus. Draußen angekommen, einfach nur aussteigen und dann wieder in die Spielhallengarage reinlaufen. So, als nächstes begeben wir uns dann zu diesem Auto, was wir duplizieren möchten. In meinem Fall ist es der Winnie Easy Classic, weil es den Verkauf am meisten Geld bringt. Wir steigen einfach in das Auto ein, drücken dann Steuerkreuz nach rechts und dann werdet ihr merken, dass wir in die LSK-Meet Tuning-Werkstatt gezogen werden. Ist auf jeden Fall perfekt. So, jetzt ändern wir einfach irgendwas an dem Fahrzeug, was ist völlig egal. Einfach irgendwas ändern, dann drücken wir wieder auf Kreis, LSK-Meet wieder verlassen und jetzt porten wir wieder in die Spielhallengarage. Ist auf jeden Fall perfekt. So, als nächstes einfach nur noch aussteigen und dann das persönliche Fahrzeug einmal einlagern und dann werdet ihr merken, dass jetzt nicht der Elegy kommt, sondern der Winnie Easy Classic. Das ist jetzt unsere erste Kopie. So, jetzt werden wir uns mal ganz schnell noch eine zweite Kopie erstellen. Ich begebe mich wieder zu einem Elegy. Einfach einsteigen. Dann fahren wir wieder aus der Spielhallengarage raus. So, einfach aussteigen, wieder in die Spielhallengarage reinlaufen. Als nächstes, ja, steigen wir wieder in das Auto ein, was wir duplizieren möchten. So, einfach einsteigen, dann drücken wir wieder Steuerkreuz nach rechts. Dann werden wir wieder ins LSK-Meet geladen, in die Tuning-Werkstatt. Ist auf jeden Fall perfekt. So, dann ändern wir wieder irgendwas dran. Ihr braucht jetzt nicht die Bremsen zu ändern, ihr könnt auch Nummernschild oder irgendwas ändern, irgendwas günstiges halt. Ja, einfach irgendwas ändern und dann LSK-Meet ganz einfach wieder verlassen. Dann porten wir wieder in die Spielhallengarage. Wunderbar, einfach aussteigen, dann wieder Interaktionsmenü. Persönliches Fahrzeug einlagern und dann werdet ihr sehen, da hinten steht jetzt wieder eine neue Kopie. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.